bin ich hier. In der gemalten Welt. Der Arbeit von Iris von Everick. Aha. Wie seid ihr zwei hergekommen? Es gibt uns in beiden Welten. Seltsamer Ort. Geboren aus den Träumen von Iris von Everick. Als sie noch lebte, existierte die Welt nur in ihrer Vorstellung. Danach gewann sie Substanz. Fantastische Geschichte. Schwer zu glauben. Das solltest du aber. Und gib gut Acht. Die gemalte Welt ist voller Gefahren. Ich hab's befürchtet. Also gut, es ist wirklich hübsch hier, aber wo ist Iris? Du hast sie nur für einen Moment erweckt. Wenn du mit ihr sprechen willst, musst du sie ganz aus dem Schlummer reißen. Ja, aber wie? Du bist doch Spurenleser. Draußen hast du Spuren untersucht. Ja, und? Diese Welt besteht aus verschwommenen und verblassten Erinnerungen, die unsere Herrin vergessen möchte, aber nicht kann. Du musst sie finden und wiederherstellen. Rufe die Ängste herbei, die Iris plagen, und zerstöre sie. Klingt einfach. Ist es aber nicht. Wahrscheinlich nicht. Oh. Geister von Olgierd und seiner Frau. Warum bewegen sie sich nicht? Das ist eine Erinnerung. Unvollständig und verschwommen. Du musst genau hinsehen und sie wiederherstellen. Aha, so ein Spielchen oder so. Okay, Olgierd sitzt auf dem Stuhl, auf der Bank und schaut sich auf die Hand und sieh mal das Bild. Okay, das ist ein Klug gefallen. Geschirr für den Nachmittagstee oder fürs Frühstück. Iris hat das Anwesen gemalt. Farbpalette. Okay. Da musst du hin. Das stimmt wohl nicht. Iris hat das Anwesen gemalt. Das ist schlecht. Das war nicht beabsichtigt. Aha, eine Scheine. Sind das schon die Ängste? Spinnenkreaturen. Die sie fürchtet. Spinnen dürfen doch mit Feuer. Ja, Feuer tut denen gar nicht weh. Das ist seltsam. Noch eine Erinnerung. Okay. Platziere dir. Ich dachte, die ist so sehen, der passt an der richtigen Ort. Okay. Was fährt da oben da? Du musst die mal. Können wir die hier auf den Tisch legen? Malerpalette. Ich glaube, das ist das einzige, mit dem wir interagieren können. Passt perfekt. Okay, der Bug muss schon mal da drüben hin.
Alles sehr schwammig hier. Mach ich die schon wieder. Sieht zwar nicht schwer, aber lästig. Können wir den Punkt irgendwo hinsetzen? Die Erinnerung ist verschwommen. Du musst einen Weg finden, sie wiederherzustellen. Okay, wir hätten einen Krug. Ein Glas haben wir hier. Sieht wie das von Olgierd aus. Sieh mal Blumen. Kaputte Dekoration für einen besonderen Anlass. In die Hand können wir. Wie wär's mit den Blumen? Das stimmt wohl nicht. Passt perfekt. Auf deine Gesundheit, Klaus. Liebe Frau. Und auf deine, lieber Mann. In meinem Land beglückwünscht man Jungvermählte mit Brot und Salz. Aber fürs Erste sind wir allein. Ich brauche nur dich. Ach, könnte dieser Moment doch ewig dauern. Mal sehen, was sich tun lässt. Komm herein und schau dir unser Heim an. Gern, aber ich weiß, es klingt albern. Das Haus steht schon so lange leer und ich... Du fürchtest dich vor Spinnen, ich weiß. Ich habe sie alle aufgekehrt und in den Garten geworfen. Mein Ritter, du hast an alles gedacht. Jetzt müssen wir Spinnen besiegen. Die überall natürlich im Garten sind. Ach, nicht das Problem. Warum tut den Spinnen Feuer nichts? Ach du Scheiße, eingewoben. Warum werden die von Feuer nicht getroffen? Das ist doch scheiße. Kannst du mir doch nicht erzählen. Feuer, die Spinnen, die Feuer nicht mögen. Ja, die Feuer mögen. Die Feuer, den Feuer nicht tut. Reden. Sprache. Eine Erscheinung. Was haben wir hier? Nein. Ein Albtraum. Na toll. Kristallisierte Angst, der du dich stellen musst. Ich würde gerne erstmal heilen, wenn es recht ist. Wie schmeckt dir das Silber? Darf ich erstmal heilen? Nämlich keinen Trank mehr für den Kampf. Wo ist der Atom, den wir uns stellen sollen? Spinnen krieg ich erledigt, das ist kein Problem. Macht zwar ein bisschen Schaden, aber nichts, was weiter tragisch wäre. Achso, er braucht noch was. Ein Tiger, ne? Das stimmt wohl nicht. Okay, wir müssen noch was anderes suchen. Das ist hier in einer Ehe. Wir hätten doch hier einen Blumenstrauß. Was mit dem Blumenstrauß passiert? Brautschleier.
Lautschleier wird wohl nicht stimmen. Noch ein Traum aus der Vergangenheit. Sicher auch unvollständig. Ein ausschweifendes Fest. Es gilt, den Gästen zu imponieren. Nur eine Hand. Silberdraht, Perlen. Die Puppe muss ein Vermögen gekostet haben. Oder eine Puppe. Und nur wenig anders als das Castel Ravello. Wein aus Toussaint. Teuer. Okay, können wir hier irgendwas tun? Olgierts Frau hat Blumen gemocht. Angesichts der Verzierungen gehörte der hier wohl ihr. Aha. Aha, okay, der Krug in der Mitte. Der Krug am Ende. Der Krug muss irgendwie in der Mitte. Oder wie? Können wir hier was platzieren? Scheint aber irgendwie alles richtig zu sein. Oder sind die hier? Einer ist aus, der hintere ist. Darf ich an sein? Da steht ein großer Krug. Ja. Okay, wir können hier raus. Können wir draußen bei denen was platzieren? Stimmt wohl nicht. Wo zum Henker ist der Blumenstrauß und wo zum Henker sind die. Ist der Brotschleier, den ich eben schon aufgehoben habe. Ist wohl irgendwie Bienen oder so. Können wir Schaden machen? Ich brauche die Blumen. Verdammt, Mann. Aufnehmen. Was ist denn heute hier? Blumenstrauß für dich. Hä? Das stimmt wohl nicht. Hast du nicht gerade eben noch einen Blumenstrauß? Haben die gerade nicht einen Blumenstrauß aufgehoben? Gießkanne. Hier ist das doch alles. Brautschleier. Ich kann es nicht platzieren.
mysteriös. Erdrum können wir auch nicht wirklich besiegen. Okay, sie machte Blumen. Jetzt müssen wir irgendwo die Blumen platzieren. Eine Vase Blumen platzieren oder? Wie funktioniert das jetzt? Oha, da geschieht etwas. Mein Liebling. Ist alles in Ordnung? Du siehst so blass aus. Es ist alles in Ordnung. Wirklich. Wie geht es euch denn? Ich bin so froh, euch zu sehen. Warum sind Großmama und Großpapa nicht da? Es ist eine lange, holprige Reise. Schlammig. Sie weigern sich immer noch, mich zu sehen. Stimmt's? Und was ist das? Wir haben ein paar Sachen von Iris mitgebracht. Ihre Lieblingsbürste, ihre geliebte Puppe. Ah, und dies. Für dich. Banknoten. Wir haben deine Schulden abbezahlt und aufgekauft, damit der Ruf der Familie nicht leidet. Wie lieb von Mama und Papa, an mich zu denken. Olgier. Siehst du jetzt, wie er ist? Ich habe dich vor der Hochzeit gewarnt. Ein Grobian und Barbar, der sich mit Banditen abgibt, dass du dich nicht fürchtest mit diesem Gesindel unter einem Dach. Oha. In Erscheinung. Also folgen wir ihm. Kann ich kurz meditieren? Aber heilen tut's mich. Und Tränke sind wieder aufgefrischt. Was wollte ich gerade noch machen? Aha. Dieser Ort gefällt mir nicht. Rein. Das Schlafgemach. Das Handtuch hat Blutflecken. Wie sollen wir das denn alles hier platzieren? Ein Nachthemd. Offenbar nie getragen. Das wird man jetzt Blutflecken. Jemand hat sich die Hände gewaschen und dann das Handtuch benutzt. Nachthemd tanzt du. Wie spät ist es? Spät. Schlaf. Du warst wieder den ganzen Abend im Studierzimmer. Was hast du an den Händen? Nichts. Die sind nur etwas dreckig. Ist das Blut? Hast du dich verletzt? Blut im Studierzimmer. Tintenflecken. Ich habe Briefe geschrieben. Ich gehe bald nach Ochsenfurt. Vielleicht kommst du mit. Oh, das ist eine tolle Idee. Eine Reise wird uns beiden so gut tun. Dann ist es beschlossen. Lass uns schlafen. Ich bin erschöpft. Ich schlafe jetzt nicht.
kommt nicht in Frage. Komm, ich male dein Porträt fertig. Noch eine verschwommene Erinnerung. Das Porträt. Sie hat Olgierd gemalt, aber die Details stimmen nicht. Da fehlt doch was. Ein Kelch, wie der auf dem Bild. Okay. Ein Kelch auf dem Bild. Das lebende Bild muss aussehen wie das Gemälde. Links. Vielleicht so. Mitte. Vielleicht hierhin. Das stimmt noch nicht. Das lebende Bild muss aussehen wie das Gemälde. Das stimmt noch nicht. Die Mitte war richtig, aber da fehlt noch was. Reventrum und Abführung, was? Er muss sitzen. Okay, kein Licht in der Nähe. Da muss noch Obst hin. Wo kriegen wir ein Obst her? Aus dem Gemälde hier. Obstschale. Wie eben erst gewaschen. Das lebende Bild muss aussehen wie das Gemälde. Und links natürlich. Petro. Müsste passen. Der Apfel war dann rechts. Oder in der Mitte. Das gehört hierhin. Endlich. Genau wie im Bild. Lächle ein bisschen netter. So? Du sollst lächeln, nicht die Zähne blecken. Nein, immer noch nicht. Lächle wie damals, als Papa mit der Heirat einverstanden war. Bitte. Es ist zwecklos. Ich sehe doch, dass etwas nicht stimmt. Ich muss noch ein bisschen arbeiten. Schon wieder? Olgierd, wir haben uns versprochen, dass wir keine Geheimnisse voreinander haben. Weißt du nicht mehr? Entschuldige, das will ich nicht besprechen. Als ob das jemals funktioniert hat. Olgierd! Geh zu Olgierds Studierzimmer. Ja, mit den Sachen sind wir noch nicht ganz fertig. Zeig mir, was du zu bieten hast. Oh nein. Das ist noch eine Erscheinung. Was? Verschlossen. Meister von Everex Studierzimmer. Hier hat er sich in die arkanen Künste vertieft. Okay.
Limbachsherzen. Blutpakte über fremde Präsenzen. Oha. Hm. Ein Band über Verhandlungen mit Dämonen. Das Pentagramm soll beschworene Wesen binden. Aber die Linien sind verwischt. Ich brauche Kreide. Dann kann ich Kerzen aufstellen. Bienenwachskerzen. Okay, wo kriegen wir Kreide her? Die Tore der Mysterien. Zwischen den Welten. Die Bibliothek eines Okkultisten. Und Kreide. Kreide. Blut. Für irgendeine Magie möchte ich wetten. Das Anwesen war im Winter deprimierend finster. Puh, Schwarzmagie. Das müsste hinhauen. Jetzt die Kerzen. Kerzen im Pentagramm platzieren, Kerzen auf den Pentagrammspitzen platzieren, Kerzen auf dem Kreis um das Pentagramm platzieren, Kerzen auf den Spitzen. Mordi. Mordi, ich brauche mal deine Hilfe. Ist glaube ich gerade nicht da. Auf den fachlichen Rat von meinem Lieblingsokkultisten. Ach du Scheiße. Spitzen und dem Kreis. Kerze auf dem Kreis und dem Pentagramm. Kreis um das Pentagramm. Ich glaube, das waren die Spitzen. Ich glaube, die Kerzen auf dem Pentagramm Spitzen hier. Das würde ich sagen. Und was ist hiermit? Kein Fünkchen. Tja. Im Kreis ist bestimmt falsch. Auf den Spitzen, wenn dann auf den Spitzen. Und so? Und im Kreis. Nein, ich hab's verbockt, schätze ich. Dann im Pentagramm. Wie wär's damit? Nichts. Tja, echter Profi. Mal so versuchen. Komm zurück. Wir müssen reden. Letzte Option natürlich. Geh weg. Ja. Ich will allein sein. Wahrscheinlich der Profi. Komm sofort raus. Wer soll ich das so wissen? Lass mich zufrieden. Ich will nur in Ruhe arbeiten. Udoyanum Feus, Soba Camisa Iala, Soba Camisa Abarasas. Welchen Zauber muss ich nehmen, verdammt? Ich hab sie alle durch. Ich will den Pakt beenden. Ich beschwöre dich. Bist du im Pakt? Verflucht! Schnell! Lösch die Flammen! Ich dachte mit dem. Das habe ich nicht erwartet. Mit unserem Teufelskollegen. Ich brenne. Ich komme nicht raus. So vielleicht. Verdammt, mitten in einem Schneesturm. Ich muss irgendwo Unterschlupf suchen.
Na toll. Olgit hat sie nicht reingelassen. Sie sind davor. Okay, hier kommt nicht rein. Ich habe nicht viel Zeit. Brennheld warm. Und ich trinke hoch. Verdammt. Tja, also. Mhm.